Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, der Jens. Ihr seid hier bei Optionsstrategien TV und heute unterhalten wir uns mal über die Saisonalität, und zwar nicht über irgendeine Saisonalität, sondern über die Saisonalität der Volatilität. Also die Volatilität, wir haben ja jetzt schon einige Videos zu diesem Thema veröffentlicht, zum VIX, wie man ihn handeln kann. Und ein Punkt, den ich auch immer mal wieder gefragt werde, ist, gibt es denn überhaupt ein saisonales Muster für die Volatilität? Und wir blenden hier mal einen Chart ein und da sieht man natürlich, dass die Volatilität, in dem Falle ist das jetzt hier der VIX, natürlich eine ganz klar ausgeprägte Volatilität hat. Also man kann sagen, dass die Volatilität im Grunde genommen so ihr Jahrestief etwa um den Mai herum ausbildet und dann eigentlich bis in den Oktober in etwa ansteigt. So, und jetzt kann man natürlich fragen, woher kommt denn das überhaupt? Wie ist denn dieses Muster zu bewerten? Ist das jetzt einfach so ein bisschen aufgrund der vielen Daten, die da sind, ein zufälliges Muster oder steckt da etwas mehr dahinter? Und wenn wir uns mal überlegen, was ist denn der VIX überhaupt? Der VIX ist ja die implizite Volatilität der S&P 500 Optionen. Und da müssen wir uns natürlich jetzt mal überlegen, wie sieht denn die Volatilität des S&P 500 aus? Und wenn wir uns das mal anschauen, auch hier blenden wir jetzt mal noch einen Chart ein. Da sehen wir, aha, da gibt es fast so ein ähnliches Bild wie beim VIX, bloß eben mit umgekehrten Vorzeichen. Denn hier ist es so, dass also hier, das war der VIX, und hier jetzt im S&P, da sieht es halt so aus, dass wir von Mai bis Oktober fallen. Also das saisonale Muster von Mai bis Oktober im nicht, das ist jetzt nicht der VIX, sondern hier natürlich der SPX, also der S&P 500. So, und da sieht man natürlich, aha, das eine steigt, das andere fällt, und es macht natürlich auch Sinn, weil wenn der S&P natürlich fällt und sich da an ein bestimmtes Muster hält, dann muss natürlich zwangsläufig die Volatilität genau in dieser Zeit auch ansteigen. Jetzt müssen wir uns immer überlegen, bei solchen saisonalen Mustern, wie weit machen die Sinn? Ich bin jetzt nicht so ganz tief in der Materie saisonale Muster drin wie andere Händler. Ich habe da für mich so meine Schlüsse daraus gezogen und die besagen, dass es einfach in manchen Märkten extrem viel Sinn macht, auf diese saisonalen Muster zu achten, beispielsweise bei den Rohstoffen. Also wenn wir jetzt Getreide hernehmen, da ist es ganz klar, da hat man eben Erntezyklen, wenn wir sowas hernehmen wie Benzin, da gibt es eben Zeiten, in denen wird mehr Benzin nachgefragt oder weniger, Heizöl genauso. Also da lässt sich das erklären. In anderen Märkten, wie beispielsweise den Zinsen oder auch den Währungen, lässt sich meiner Meinung nach das saisonale Muster nicht so gut erklären. Wie ist es jetzt auch bei Aktien und dann eben entsprechend auch im VIX? Bei Aktien ist es so, dass man schon über viele, viele Jahrzehnte beobachten kann, dass die Märkte im Sommer tendenziell schwächer sind. Es gibt diesen Spruch, sell in May and go away. Da ist durchaus etwas Wahres dran, wobei man das natürlich nicht als Dogma nehmen sollte und sagt, das kommt jetzt jedes Jahr. Aber oftmals ist es halt ganz einfach so, dass man eben nach einer sehr guten Entwicklung Ende des Jahres, nach einer Rallye am Anfang des Jahres, besonders in Amerika, müssen dann so im April etwa Steuern gezahlt werden. Da nehmen viele Investoren Geld aus den Aktienmärkten heraus und dann beginnt eben mehreres zusammenzukommen. Also es beginnt der Sommer, es beginnt die Urlaubszeit und da ist dann ganz einfach viel, viel weniger Volumen am Markt, es ist viel weniger Liquidität am Markt und deswegen neigen vielleicht auch die Börsen dann dazu, dass sie im Sommer etwas schwächer laufen und dann erst mit Beginn des Herbstes, dass dann wieder Nachfrage kommt und was dann die Preise wieder nach oben treibt. Aber das muss natürlich nicht immer so sein. Wir haben auch genügend Beispiele gesehen und auch ich blende hier auch mal einen Chart ein, einfach der letzten Jahre, und da kann ja jeder mal schauen und sich angucken. Wir hatten Jahre mit sehr, sehr guten Entwicklungen während dieser Zeit Mai bis Oktober und wir hatten aber natürlich auch Jahre mit sehr, sehr schlechter Entwicklung zwischen Mai und Oktober oder eben einfach nur, wo es seitwärts ging. Das große Risiko im Sommer ist ganz einfach immer das, dass wirklich wenig Liquidität da ist. Und wenn jetzt eben große Investorengruppen sich entscheiden, im Sommer etwas zu tun, warum auch immer, dann geht das natürlich oder hat das dann meist etwas stärkere Auswirkungen. Also wenn wir sagen, anstatt einer Milliarde
Volumen am Tag sind es bloß noch 600 Millionen. Die Zahlen stimmen jetzt nicht, auch von den Relationen her. Im Sommer ist es einfach fast nur noch die Hälfte. Und dann kommen plötzlich Kaufaufträge rein. Dann kann es sein, dass im Sommer sogar deutlich größere Kursanstiege zu verzeichnen sind. Aber genauso ist es natürlich dann auch, wenn alle Händler im Urlaub wähnen, alle glauben, es ist Ruhe, es ist friedlich und dann kommen Verkaufsaufträge, treffen auf dieses dünne Marktumfeld, dann geht es natürlich deutlicher nach unten und in der Volatilität wird das natürlich eingepreist. Das heißt also, die Händler sichern sich natürlich dann auch für den Sommer ein bisschen ab, deswegen treibt es dann auch so ein wenig die Preise der Volatilitätsprodukte, also beispielsweise jetzt der Futures, nach oben und zieht alles andere dann entsprechend mit. Für uns ist einfach so, wir sollten saisonale Muster, egal ob jetzt im S&P oder im VIX, immer so ein bisschen auf der Agenda haben. Man sollte im Hinterkopf haben, wann sind Tiefpunkte, wann sind Hochpunkte. Man kann nicht am Tiefpunkt kaufen, am Hochpunkt verkaufen, das funktioniert nicht. Aber man sollte es so als Ampel ein wenig im Hinterkopf behalten. Und momentan ist eben, wir haben jetzt Anfang Juni 2015, ist es eben so, dass bei der Volatilität die Ampel eher auf grün gegangen ist und im S&P 500 die Ampel eher auf rot gegangen ist. Wird das so kommen? Wir wissen es nicht. In 3-4 Monaten wissen wir mehr, aber als Händler sollte man natürlich sowas immer ein bisschen im Hinterkopf behalten und sollte sich entsprechend positionieren. Und es ist natürlich ja auch ein Punkt, wo man sagt, Mensch, muss ich denn im Sommer beispielsweise mit einem großen Portfolio reingehen oder wenn ich ein neues Portfolio aufmachen möchte, muss ich das vor dem Sommer machen oder ist es vielleicht besser, bis in den Herbst hinein zu warten. Demnächst gibt es noch mehr Videos zum Thema Volatilität und wenn es euch interessiert, auch zum Thema Saisonalität in anderen Rohstoffen, falls dem so ist, kurz in den Kommentar hier unten geschrieben und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut.